Also, ich habe hier gerade mal ganz kurz angetestet und habe direkt irgendwas wie eine Münze gefunden. Aber man kann nichts mehr drauf erkennen. Sieht aus wie Kupfer. Gucken wir uns zu Hause dann nochmal. Moment. Ach ja, und eine Patronenhülse habe ich noch gefunden. 222 Remmeck. Remmeck. Ja, hier habe ich einen Haufen schöne Signale. Und die möchte ich natürlich gleich mal ausbuddeln. Nochmal hier so ein 22er 222 Remington oder Remmeck. Das ist ja sehr interessant. Alter, wo bin ich hier? Im Baum! Ein Deckel, ne? Das war klar. Ein scheiß Deckel. Guten Tag. Ist es Frühling? Zumindest fast. Ups. Also ich werde jetzt hier erstmal diesen dicken Riesenbaum absuchen und dann gehe ich da hinten in den Wald. Mal gucken, was wir heute finden. Ich habe mal die andere Tonart angemacht, wollte das mal ausprobieren. Hat direkt schon Signal. Dann buddeln wir das doch mal aus. Scheint ganz schön tief unten zu sein. Da muss ich ein größeres Loch machen. Das ist mein Pinpointer. Das Coole an dem Detektor ist, man kann wirklich einen Haufen Tonarten einstellen. Ich mache mal wieder die andere Tonart an, weil da bin ich wenigstens schon dran gewöhnt. Also da ist auf jeden Fall irgendwas drunten, drunter, unten und wir müssen das unbedingt ausbuddeln. Ja, wir, damit meine ich euch und mich, müsst mir unbedingt helfen, das auszubuddeln. Mann, ey, ich hasse so eine Signal. Hölle. Aber ist mir jetzt auch. Ist jetzt nicht der Ernst. Gold. Gold. Könnte natürlich aber auch ein Deckel einfach nur sein. Für Gold hat das einen viel zu hohen Leitwert. Ich vermute, er hat es ein Deckel von irgendwas. Sieht nicht aus wie Gold. Ich nehme es aber mal mit. Mal was gefunden. Was drauf alles?
Draht. Ein riesiger, fetter Batzen Draht. Der macht sowas. Kriegt ihn da nicht raus. Lass ich drin. Hier ist alles voller Signale. Ich vermute mal, die Leute haben hier auch einen Haufen Dreck hinterlassen. Ah, hier. Zigarettenschachtel oder so. Wisst ihr, sowas muss man dann mitnehmen. Sowas muss man dann unbedingt mitnehmen. Als Amazonler. Eigentlich räumt man den ganzen Tag nur auf und dann muss man sich das Gemecker anhören, ne? Von irgendwelchen Leuten. Wahrscheinlich sind es die Leute, die dann noch den Scheiß hier hingeschmissen haben. Auch mitten hier im Wald eine Münze gefunden. Also ich kann eine 1 drauf erkennen. Und auf der Rückseite. Ich will jetzt auch nicht so dolle da drauf rumreiben. Aber wir müssen das schon mal ein bisschen identifizieren jetzt. Ja. Auf jeden Fall eine 1. Den Rest gucken wir dann zu Hause. Vielleicht ist der Wald auch nicht so schlecht. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier überhaupt nichts finde. Außer Müll. Oh, da ist noch mehr drin. Und er sagt, wieder Tab. Dann holen wir das doch auch noch raus. Ach, das hier dreht sich das doch so schön. Endlich mal keine Steine im Boden. Da ist sie. Noch eine Münze. Da ist wieder eine 1 drauf. Schön. Gucken wir dann zu Hause nach. Kann ich jetzt so nicht reinigen. Möchte die nicht beschädigen. Man soll ja nicht auf den Münzen so rumreiben, die alt sind, mit Sand dran, weil durch die Reibung dann Details beschädigt werden. Bei modernem Geld kann man das ja machen. Aber wenn man sieht, das könnte was Älteres sein, 1800 oder so, vielleicht sollte man dann vorsichtiger sein. Also mindestens 2 Pfennige, vermute ich mal, aus den 1800er Jahren. Vermute mal einfach 2 Reichspfennig oder so. 1800 irgendwas. Und die, alle Bäder auf ihren Haufen. Das heißt, hier liegt noch mehr. Hab. Da haben wir wieder so das gleiche Signal, gleicher Leitwert, gleiche Anzeige. Ich gehe stark davon aus, dass es nochmal genau das gleiche ist. Da ist es doch schon. Und das ist wieder eine Münze. Ich glaube, ich habe hier einen Münzwald gefunden. Ja. Da steht auf jeden Fall noch eine Schrift drauf, man kann die noch erkennen. Ich werde das vorsichtig zu Hause dann reinigen. Und am Ende des Videos zeige ich euch das. Das sieht aus, als hätte hier einer was abgedeckt. Natürlich drunter. Ein böser Verbrecher hier verdeckt hat. Vielleicht eine Waffe. Eine Pistole oder so. Ups. Ich glaube, ich habe es weggeschmissen. Da ist es. Ein Deckel. Ja, ich habe keine Diskriminierung an, ne?
Hier ist einfach nicht ein Signal, nicht mal ein Stück Eisen. Doch hier. Jetzt geht's aber los hier. Zippo, leg mal aus. Man soll ja auch mal Eisen ausprobieren. Und jetzt sind irgendwelche Drahtstücke. Edelstein. Ja, ganz kleine Drahtstücken. Schon wieder so eine Trackerspur. Ja, die sind hier durch die Wälder durchgeballert und haben hier die Bäume rausgerissen einfach. Diese Schweine. Warum machen die sowas? Was soll denn das? Können die nicht mal die Wälder in Ruhe lassen? Ja, das ist halt meine Meinung. Ich finde das nicht in Ordnung, dass immer überall alles so gewirtschaftet wird. Das ist doch bescheuert. Die sollen einfach mal den Wald Wald sein lassen. Damit ich mehr finde. Genau wie die alten Hohlwege und Wege überall. Die sind hier alle aufgeschüttet mit Steine. Da ist nichts mehr. Da liegt ein Haufen Schrott mit deiner Nägel und so. Was erzähle ich hier eigentlich für eine Scheiße? Halt jetzt besser den Mund. Schneide ich sowieso alles nicht rein. Da haben wir was. Ziemlich weit oben. Was ist das denn hier? Je. Na, was haben wir denn hier? Eine Pfeile. Wenn hier eine Pfeile liegt, könnte hier noch andere Sachen liegen. Ein riesiges Objekt liegt hier. Ich weiß nicht, was das ist. Gucken wir nach. Vorsichtig, man weiß ja nie. Könnte natürlich eine Bombe sein. Draht. Ja. Yeah. Gut, den nehme ich nicht mit. Ich habe keine Ahnung, wo ich den hinpacken soll. Kann ich alles mitnehmen. Und der scheiß Wald liegt voller Draht. Das ist nicht der erste, den ich finde. Diese Penner, ne? Diese komischen Leute, die hier die Bäume fällen. Die legen den Draht um die Bäume rum und dann lassen die den da verrotten. Zum Schutz oder was? Oh, was? Für die Tiere? Haben die Angst, dass die Tiere sich am Baum wetzen? Oder dass die Tiere auch mal hier leben dürfen? Oder haben sie einfach nur Angst, dass die Tiere hier im Wald kacken oder was? Oder warum wird das hier immer alles so komisch modernisiert? Guck mal, die Tiere in Ruhe. Zäune im Wald und noch aufstellen, wenn mal sonst geht's noch oder was? Im Wald. Die sollten vielleicht mal hier noch so Boxen hinstellen, wo dann die Tierkacke eingesammelt wird und in die Boxen geschmissen wird von so Einsammlern. ABM-Kräfte machen das dann. Die rennen dann den ganzen Tag durch den Wald, sammeln Tierkacke ein, werfen die in Boxen, damit es sauber ist im Wald. Das hätten sie doch gerne. Die ganzen komischen Leute hier mit ihrer Sauberkeitsmacke. Ja, Uschi, das machen wir gleich. Nachdem ich abgewaschen habe, ich muss noch die Spülmaschine ausräumen und das Wohnzimmer saugen. Dann gehen wir gleich in den Wald Kacke sammeln, damit das schön sauber ist in unserem Wald. Und wenn du das dann gemacht hast, dann putzt du bitte noch die Toilette. Wo hast du neben dir gepullert? Okay, mach ich. Mach ich, Uschi. Was haben wir da für ein Signal? 17er? Vermutlich Silberpapier. Aber erstmal muss ich den Dreck aus meinen Schuhen holen. Da ist es. Da sieht man schon wieder so einen Zaun. Ganz viel.
fass sie gar nicht an und das ist hier alles voll mit der Scheiße. Aber mich würde ja mal was interessieren. Diese weißen Bändchen hier an den Bäumen, was haben die zu bedeuten? Heißt das jetzt, der Baum soll gefällt werden oder der soll nicht gefällt werden? Oder heißt das was ganz anderes? Wisst ihr, Ina? Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das mal schreiben könntet. Sehen wir schon rostige Erde. Also ist es Eisen. Vielleicht aber auch nur so eine Mischung aus Eisen und irgendwas anderes. Wir wissen es nicht. Alter! Ist das ein Römerschlüssel? Haben die Römer ihre Türen so aufgeschlossen? Wir wissen es nicht. Okay, ich mach's jetzt mal nicht kaputt. Ich glaube nicht, dass es ein Römerschlüssel ist. Eher irgendwas Komisches. Nimm es mal mit. Nicht. Überhaupt nicht. Ficke. Wenn ich wenigstens noch ein paar gute Objekte finden würde, ne? Dann könnte ich da ja sogar eine neue Folge draus machen. Aber wie soll ich denn das machen hier in diesem Kackwald? Und so ist dann auch bald schon wieder die Speicherkarte voll. Das heißt, oder der Akku alle. Und dann muss ich, also dann schneide ich einfach mehrere Sachen zusammen. Wird ja auch schon dunkel. Ja, wo ich hier im Wald drin gehe, andauernd kommen hier Treckerspuren, ey. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch nur in der Wildnis ein bisschen sein. Aber nee, kann man ja auch hier überhaupt nicht. Man wird sofort wieder von der Zivilisation eingeholt. Eisen. Irgendwas muss ich ja hier ausbuddeln. Ist ja sonst nicht da, außer Eisen. So. Draht. Eisendraht. Der ist schon total zerbröckelt. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal da unten hin, auf die Wiese. Schnauze voll jetzt hier von dem Wald. Ich weiß ja nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber die Traktorspuren, die haben hier Steine drin geschüttet, ganz viele, damit die Traktoren nicht im Wald versinken. Hier drauf zu sondern und zu suchen, sinnlos. Weil da zwischen den Steinen ist auch ein Haufen Müll mit dabei. Irgendwelche alten Tuben und Stücke von Rohre und es ist gerammelt voll mit Müll. Ich habe das schon alles hinter mir. Und das machen die auch auf den Feldern hier. Die kippen hier teilweise, habe ich vorhin gesehen, irgendwelche Dünger ruf, aber das ist alles gemischt mit einem Haufen Schrott. Da ist Metall dabei und alles. Irgendwelche Rohre. So alte, eklige, braune Rohre. Die sind da mit in den Haufen drin, in kleine Stücken und dann verteilen die das auf den Feldern. Was soll denn bitte? Das sind doch auch giftige Schwermetalle, die dann mit dem Essen drin sind. Und das ist dann die neue Landwirtschaft hier oder was? Hier war ich schon mal. Da hinten habe ich eine Münze hier von 10 Reichspfennig. Also dieses Feld hier, das könnte lukrativ sein. Ich werde einfach mal hier so ein bisschen am Rand suchen. Da
Haben wir schon was? Ist Silberpapier? Mann. Gut, ach, das Zeug ist eh nicht so eine Scheiße, Alter. Ich will doch keiner sehen. Da habe ich endlich mal wieder was. Endlich mal wieder interessantes Signal. Da ist es. Ist es das schon hier? Das scheint es zu sein. Ne, das ist ein Stein. Da ist es. Ey, das ist tatsächlich so was. Was Interessantes. Grünlich. Ja, aber was das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Wie immer, wenn ich irgendwas finde. Ich kann das nie bestimmen. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung. Ich nehme es mit nach Hause. Mach es sauber. Dann kicken wir mal. Da brauche ich gar nicht graben, dann sehe ich es schon liegen. Wow. Eine Patrone. So, hier nun die Fundzusammenstellung. Drei Reichspfennig habe ich gefunden und dieses merkwürdige Objekt, was ich nicht weiß, was das ist. Vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee von euch. Ja. Einmal 1875. 1886 und 1876, ja. Ich hoffe, mein kurzes Sondervideo hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.